1.333 Kilometer sind nunmehr in einem weiteren großen Sprung in Richtung Südafrika zurückzulegen. An dem darauffolgenden Seetag werden wir sogleich von der freundlichen Morgensonne begrüßt. Auf dem Abendprogramm steht diesmal die Siegerehrung des schiffsinternen Fotowettbewerbs. Hierfür wurden hunderte von Aufnahmen aus dem bereits hinter uns liegenden Reisemonat in 5 verschiedenen Kategorien eingereicht. Unsere Überraschung ist natürlich groß, als wir beide, unabhängig voneinander, in den Kategorien Kultur und Bordleben jeweils mit dem ersten Preis bedacht werden. Well done. This cabin that Eva's in also won another category. So we'll hear about that. Itself by Reinhard Dollner. Cabin. Come on up, Reinhard. Congratulations. How did you take this picture? How did you get that angle? And what kind of camera did you use? Yes, I used my GoPro camera for that picture. And I used it at a quite extreme wide angle. And I had it on a stick and placed the stick exactly above the captain's head. Well done. Here are your awards. Thank you very much. Mit Freude und sicherlich auch mit einem gewissen Stolz nehmen wir unsere Auszeichnungen entgegen, bevor wir am darauffolgenden Tag gegen Mittag mit Kapstadt die nach Johannesburg zweitgrößte Stadt Südafrikas erreichen. Hier werden wir für insgesamt 3 Tage vor Anker liegen. Schon die Annäherung per Schiff an die fast 4 Millionen Einwohner große Mother City mit dem im Hintergrund thronenden Tafelberg erweist sich als spektakulär. Schließlich erreichen wir den Hafen mit der im Vordergrund sichtbaren Victoria and Alfred Waterfront, von wo aus wir einen ersten Ausflug zu dem wunderschön im Stadtzentrum gelegenen Green Market Square unternehmen. Bestens hierfür geeignet sind die einen ungestörten Ausblick bietenden und regelmäßig verkehrenden Hop-on-Hop-off-Busse. Der ursprünglich als Gemüsemarkt genutzte Green Market Square gehört zu den schönsten Plätzen der Stadt und bietet reichlich Anlass zum Schauen und Bummeln. Rings um den Green Market Square findet man schöne Gebäude wie das Old Town House, das lange Zeit als Rathaus diente. Zu Fuß geht es nun weiter durch angenehm begrünte Fußgängerstraßen zur St. George's Cathedral. Anschließend spazieren wir durch den wunderschönen Company's Garden vorbei am Parlamentsgebäude bis zum Südafrikanischen Museum am Ende des Parks. Beim Spaziergang durch die St. George's Mall überträgt sich die heiter gelassene Atmosphäre der Stadt sehr rasch auch auf uns. Die anglikanische St. George's Cathedral ist gleichzeitig Sitz des Erzbischofs von Kapstadt. Nur ein paar Schritte weiter findet man das Parlamentsgebäude der Stadt mit seiner eindrucksvollen neoklassizistischen Fassade. Nun geht es weiter durch den Company's Garden, eine wundervolle grüne Oase inmitten der Stadt. Eine Statue erinnert hier an Cecil John Rhodes, den ehemaligen Premierminister der Kapkolonie und Gründer von Rhodesien. Schließlich erreichen wir das vor dem Hintergrund des Tafelbergs beeindruckende Gebäude des Südafrikanischen Museums, das wir zumindest von außen kurz besichtigen. Danach besteigen wir wieder den erfreulich wenig bevölkerten Bus und setzen unsere Rundfahrt entlang der schönen Gebäude der Stadt fort.
Nachdem wir wieder zum Stadtzentrum zurückgekehrt sind, gilt es abzuwägen, ob wir den aussichtsreichen Tafelberg von oben oder nur von der Talstation aus besuchen. Da wir am Abend ohnehin den Signal Hill aufsuchen werden, entscheiden wir uns für die weniger zeitraubende Variante. Tatsächlich bietet bereits die Auffahrt zum Fuß des Tafelbergs eine wunderbare Übersicht über Stadt und Meer. Die gewonnene Zeit lässt sich nun sehr wertvoll für einen Besuch von Strandorten wie Camps Bay nutzen, die sich wunderbar an die 12 Apostel genannte Bergkulisse im Hintergrund anschmiegen. Bald haben wir den wundervoll weiß leuchtenden Sandstrand von Camps Bay am Fuße der 12 Apostel erreicht. Besonders beeindruckt uns der felsige Bereich am Rande der Sandbucht, wo die wild anbrausenden Atlantikwellen ein besonders eindrucksvolles Schauspiel bieten. Auch die Rückfahrt zum Hafen an der Küste entlang bietet jede Menge für das Auge. Wieder am Hafen angelangt, versammelt man sich sogleich für die abendliche Auffahrt auf den Signal Hill. Hiervon versprechen wir uns nicht nur eine schöne Aussicht auf die Stadt, sondern vor allem einen besonders beeindruckenden Sonnenuntergang. Noch einmal kommen wir in den Genuss einer Küstenfahrt entlang der Bergkulisse der 12 Apostel, denn die Auffahrt auf den Signal Hill erfolgt von der Rückseite her. Nachdem wir den Bergrücken erreicht haben, genießen wir zunächst einmal die wundervolle Aussicht auf Stadt und Tafelberg. Bald jedoch wird die Sonne zum Hauptdarsteller und veranlasst manche Besucher und auch uns zu romantischen Filmaufnahmen.
Nach Einbruch der Dunkelheit geht es zurück zur Victoria und Alfred Waterfront, die sich zu einem Ausgehviertel ersten Ranges entwickelt hat.